Yo Leute und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge. Warum wollte ich Super Mario sagen? Keine Ahnung, Pokémon Karmesin natürlich. Fail. Wir sind immer noch in der Erkundung, aber das Ziel rückt deutlich näher, immer näher. Ich kann euch aber nicht sagen, wie lange es noch dauern wird, aber ich schätze mal, vielleicht noch 4, 5 Folgen. Wobei, wir müssen auch noch den Rand machen. Sagen wir mal, ich schätze jetzt mal 6 Folgen, aber wir wissen es nicht. Je nachdem, wie viele Trainer auch da sind und so, das kann man halt nie wissen. Übrigens, eine Info noch. Bei dem ersten Erkundungspart, da war die Facecam leider am Anfang ein bisschen asynchron. Ich habe leider den Fehler auch nicht gefunden und konnte es aber auch nicht neu rendern. Also heute habe ich das erste Mal quasi einen Erkundungspart geschnitten. Und ja, habe auch geguckt, wie lange es dann gedauert hat zu rendern. Der ging 1 Stunde 7. Und mit meinen Einstellungen 2K hat das fast 5 Stunden gedauert. Oder ungefähr 5 Stunden. Ungefähr damit habe ich auch gerechnet. Haben wir ja schon mal besprochen. Und das Ding ist, ich könnte es vielleicht fixen mit dem Asynchron. Aber dann müsste ich es halt nochmal rendern. Und dann dauert es wieder 5 Stunden. Und morgen muss der Part kommen und es ist jetzt schon Nacht. Also, ja, das wäre mir zu viel Stress. Und es ist keine krasse Ver... Also, es ist nicht total asynchron, aber am Anfang merkt man halt schon, dass der Ton nicht ganz zu dem Bild passt. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. So einen leichten Delay. Aber ist egal. Okay. Heute wieder natürlich eine Stunde. Wir werden heute erstmal hier unter Montanata, unter dem Schneegebiet, den Rand ablaufen, sag ich mal. Und über diese Brücken auch gehen. Und dann, glaube ich, nach Mesclara. Oder erstmal Garofosa City und von dort aus westliche Zone 3. Das wird auch noch ein sehr großes Gebiet. Es wäre cool, wenn wir es heute schaffen würden. Mal sehen. Ja. Die Mucke ist gerade auch ziemlich entspannt. Und ich glaube, das ist ein Track, den wir noch nicht gehört haben. Alex, wer ist Alex? Schöner Track, sehr melancholisch, sehr ruhig. Passt auch, finde ich, zu dieser Umgebung. Und ich habe... Oh, hier ist ein wildes Dragonier. Sehr schön. Ich habe auch... oh, shit. Salzige Hand. Ich habe auch das Format, das neue, von dem ich ja erzählt habe, gestern das erste Mal aufgenommen. Und dafür kein Pokémon. Und ja, das war echt... Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. War zwar ein bisschen heavy. Wenn ihr das Video hier seht, dann ist das schon längst raus. Dann ist wahrscheinlich schon der zweite Part raus. Oder könnte sogar sein, dass dieser Part jetzt an einem Freitag kommt. Muss ich... weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich das halt jeden Freitag machen. So Horror-Sachen, düstere Sachen. Und ja, das lief ganz gut das erste Mal. Das war sogar was ziemlich Heftiges, was wir beim ersten Mal gemacht haben. Schaut euch gerne an. Ich habe auch eine Playlist. Das Format heißt Fear Friday. Genau. So, hier ist eine Trainerin noch. Die hauen wir noch schnell weg. Und dann gehen wir gleich über die Brücken. Also ein Foto machen. Ja, ich mache von dir ein Foto von dieser schönen Steinwand im Hintergrund. Das ist wirklich unglaublich schön. Oh, lol. Ha. Da haben wir das perfekte Pokémon dafür. Mit Gegenschlag. Wobei Aquadurchstoß wahrscheinlich sogar noch besser ist, ne? Mhm. Eventuell One-Hit. Ja, okay. Ich glaube, Saltigant hat ziemlich viel KP. Tarnsteine, wow. Das ist so ein Competitive Move. Der macht halt null Sinn, wenn er nur einen... Ich meine, der ist alleine. Was will er mit Tarnsteine so? Heute mal wieder auf Oldschool-Bass im Beast Boy-Hoodie. Mit dem Hoodie habe ich auch die ersten Folgen aufgenommen vom Let's Play. Es ist zu krass, wir sind jetzt über 60 Folgen. Ist echt heftig, Alter. Wir sind jetzt einfach schon über 2 Monate an diesem Projekt. Geil. Mega geil. Das ist auch echt gut für die Disziplin und so. So ein Projekt zu haben, was lange läuft, wo man durchziehen muss. Das ist richtig gut. Echt krass.
Das ist das größte Projekt von mir bisher auf YouTube, würde ich sagen. Und da hinten ist auch eine Höhle. Da müssen wir auch kurz mal reinschauen. Und hier oben ist auch noch irgendwas Grünes. Hier ist so eine Etage noch. Ich guck mal ganz kurz. Ja, das kennen wir schon. Okay, was soll das hier? Hier ist ja nichts. Hä? Warum wurde das eingebaut? What the fuck? Hier war kein einziges Item. Oh, lol. Und gerade hat er so, geschlittert. Ist ja geschlittert so. Ey, ich habe gemerkt, dass ich, beziehungsweise das wusste ich auch schon, dass ich mit manchen Worten echt Probleme habe. Wie zum Beispiel, wenn ich sagen will, dass jemand irgendwo stand. Ich weiß nicht warum, aber dann will ich immer die zweite Vergangenheitsform anwenden. Und weiß immer nicht, ob man dann hat oder ist sagt. Er ist geschlafen oder er hat geschlafen. Ich weiß auch nicht, warum ich da... Irgendwie habe ich da einen Schaden. Irgendwie verstehe ich das immer nicht. Er hat geschlafen, nicht er ist geschlafen. Er hat gestanden, er ist gestanden, er ist... Ja, das ist... Ich weiß auch nicht, da denke ich immer ist. Aber beziehungsweise bin mir nie sicher, ganz komisch. Da habe ich einen Bug im Kopf, keine Ahnung, Leute. Ja. Aber hier will ich noch gar nicht hin eigentlich. Hier sind wir dann im Eisgebiet. 63 auch für Flamingo. Geil. Mega, mega. Ich glaube, in die Pokémon-Liga kommen wir dann echt, wenn wir dann irgendwie so Level 70 oder mehr haben. Also, da sind wir dann auf jeden Fall bereit. Wir wären eigentlich jetzt schon bereit, denke ich mal. Aber noch nicht. Wir machen es noch nicht. Genau. Das sind meine Bugs im Kopf. Und wir gehen jetzt mal über die Brücken. Die haben wir schon gesehen von der anderen Seite. Die sahen sehr, sehr krass aus. Ich glaube, die waren sogar irgendwie im Nebel oder in den Wolken. Oder vielleicht war das auch wegen dem Wasserfall so trüb. Lol. Hä? Da ist ein Eid. What the fuck? Oh mein Gott, wie krass. Okay. Das ist heftig, ITM. Also hier sind so... drei so dünne Metallstangen, also oder Holz. Also quasi eine nicht vollendete Brücke. Ah! Uiuiui. Okay, ich glaube, ich sollte weiter langsam laufen. Ich wollte es ein bisschen verschnellern. Donner. Ist eine starke Attacke. Ich will nicht runterfallen. Kann ich hier... Okay, dann springe ich einfach. Heidewitzka. Das war wahrscheinlich das schwerste Item oder TM im Spiel. Beziehungsweise die erste wirkliche Herausforderung für ein Item oder so. Und das ist die normale Brücke. Da ist ein Gespenst. Aber sonst nichts weiter. Und da ist ja noch eine Brücke. Der Caldero-Wasserfall. Ah. Dieser große Wasserfall ist eins der 10 Wunder. Okay. Ist da unten was? Da ist ja keine Plattform. Kann man ja nicht stehen. Mhm. Okay, auf der Brücke ist nichts. Und jetzt sind wir quasi drüben angekommen. Und da ist ein Turm. Und wieder sehr viele interessante Pokémon. Warum? Saltigant. Aufhören. Friedwurf. Los. Besser. Ui, Staraptor. Mächtig. Also, wir gucken jetzt noch das Grüne hier an. So, hier unten waren wir schon. Beziehungsweise dann gucke ich noch hier auf diese kleinen grünen Felsvorsprünge, diese Insel. Da sind wir, glaube ich, mal von oben runter. Und dann porten wir uns nach Garafosa City. Ich würde sagen, wir gehen den Turm hoch. Auch wenn wir das Gierspenst nicht besiegen. Aber da wird safe auch nochmal ein Item oder sowas sein. Oder ein TM. Denke ich mal. Hier noch nicht. Das ist ein Raid da hinten. Warum leuchtet dieser Raid eigentlich? Warum leuchten nur manche Raids? Hab ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ehrlich gesagt. Ha! Selbst wenn es eine ist, die wir schon kennen. Scheiß drauf. Okay, und da ist ein Trainer, das dachte ich mir noch. Also das dachte ich mir schon, dass hier noch ein Trainer ist. Sehr, sehr abgelegen.
Wow. Lol. Mitten in der Luft. Ja, okay, dann komm mal her. Ein Schüler, ja. Der klassische Schüler, ne? So sieht er aus, der klassische Schüler. Hermann, ja, ja. Das ist, Musterschüler, ja. So stellt man sich einen Schüler vor. Spinsidias. Wir beißen mal seine Psyche. Oh. Next Strike. Geil, haben wir auch. Oder? Nein, den haben wir nicht mehr. Wollte ich aber statt Biss, wollte ich ihn austauschen und dann irgendwem eine andere Attacke geben. Ich weiß aber gerade nicht mehr was. Habe ich mir aufgeschrieben, aber ist nicht so wichtig. Ja, keine Ahnung. Kills bitte einfach. Ey. Magensäfte. Bah. Die Fähigkeit von Friedwurf wirkt nicht mehr. Was habe ich denn für eine Fähigkeit? Fähigkeit geblockt. Ah! Ist ja interessant. Das sieht man quasi so, wie seine... Ja, was bei ihm abgeht, was er kann und was vielleicht, was er nicht kann gerade. Sein Status, so. Auch noch nie abgecheckt. Und ein Kramchef Unlicht wieder. Müsste passen, oder? Vor allem, warum Unlicht wieder? Das ist ja das Erste. Ah, okay. Eiszahn, Glück gehabt. Nice. Nice Zahn. Und auch Friedwurf ist 63. Somit sind, glaube ich, alle 63 außer Saltigant. Ne, alle. Geil. Pamo Mamo. Übrigens, das habe ich mal vergessen zu erzählen, beziehungsweise ist jetzt auch nicht unbedingt wichtig, aber ich habe mal in der Folge, das ist jetzt schon länger her, die ist... Also eine deutlich ältere Folge. Da habe ich beim Schneid im Hintergrund irgendwas gehört. Und es klang wie meine Katze, die vor meiner Tür maunzt. Und das war tatsächlich auch so anscheinend. Beim Schnitt habe ich das nicht gerafft. Da habe ich gedacht, ist es vielleicht jetzt in echt? Aber ich habe es immer wieder überprüft. Und tatsächlich hat man das gehört in meiner... Also hat das Mikrofon das aufgenommen. Da hat man so ein Quieksen gehört. Das heißt, wenn das ab und zu vorkommt, dann wisst ihr, dass es meine Katze ist. Krass, habe ich nicht gedacht, dass man das durchs Mikrofon hört. Aber tatsächlich, wenn sie will, kann sie, also, man kann sie dann hören. Da oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Und gerade heute habe ich sie wieder ordentlich gestreichelt. Da könnte es gut sein, dass sie da jetzt wieder rummaunzt. Und das finde ich aber auch krass, dass ich es dann nicht höre mit den Kopfhörern. Ich meine, ich habe den Sound jetzt nicht ultra laut. Und ja, eigentlich komisch. Kann sein, dass sie gerade mountain, ich höre es nicht. Aber Gott sei Dank ist es nicht zu störend. Wobei bei der einen Folge hat es mich schon ein bisschen abgefuckt, ehrlich gesagt, im Schnitt. Aber gut, was willst du machen? Ich kann die ja nicht einsperren. Oder? Nein, Spaß. So, da ist noch eine Höhle hier. Da steppen wir mal rein. Ist ein sehr kleiner Eingang. Sehr, sehr klein. Ah! Das ist die Vorentwicklung zu Vampits, glaube ich. Die hätte man schon viel früher sehen können. Bei Montanata, da gibt es das öfter. Haben wir auch schon mal auf der Map gesehen. Also als Symbol, aber nicht gefunden. Damit haben wir das jetzt auch im Pokédex. Also so vom Aussehen denke ich mal, das ist die Vorentwicklung zu Vampits. Kann aber auch sein, dass es ein ganz anderes Pokémon ist. Ich glaube, davon die Entwicklung kenne ich auch schon, von dem Thumbnail. Und bei Nintendo habe ich auch schon in der Abo-Box gesehen, dass es auf jeden Fall noch, wie ich mir schon dachte, das ist kein Geheimnis, Arena-Leiter-Rematches gibt. Damit habe ich sowieso gerechnet. Das ist jetzt kein Spoiler für mich. Da hinten war ich, glaube ich, schon. Beziehungsweise ich gucke erstmal hier. Da war ich auf jeden Fall noch nicht. Oder bin ich hier gelandet? Das kann auch sein. Mhm. Ich
Ich glaube, so war es. Wir sind von da oben hier runter gegleitet oder wie auch immer. Aber da... Ah doch, da oben waren wir auch. Da kommt man ja hier durch den Weg dahin. Glaube ich. Muss ich mal kurz überprüfen. Oh, war ich hier? Weiß ich nicht. Aber, naja, doch. Doch, doch, ich glaube, wir waren hier schon kurz. Beim Aufstieg, kurz bevor wir dann das Schneegebiet betreten haben, waren wir hier kurz. Ich weiß nicht, ob ich hier hintergegangen bin. Wahrscheinlich schon, oder? Aber, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Nee, anscheinend nicht. Okay. Dann sind wir auch hier gleich fertig. Nur noch ganz kurz diese kleinen Flecke auf der Map. Gucke ich mir kurz an. Ja, hier waren wir, ja. So, da, diese Abstufung da. Die schaue ich mir kurz an. Hier haben wir alle besiegt, denke ich mal. So, hier oben. Hier ist nix. Außer ein Gierspenst. Ich weiß auch nicht, warum ich es mitnehme. Da ist auch nichts, okay. Hier ist auch nichts. Und hier auch nicht. Wieder ein Gierspenst. So, da sind wir, glaube ich, von oben mal runtergeflogen. Auf die Insel, das heißt, hier waren wir schon, aber ich guck trotzdem nochmal. Man weiß ja nie. Also rund um das, beziehungsweise alles, was nicht nördlich ist davon, was noch grün ist um dieses Eisgebiet hier, will ich auf jeden Fall noch abchecken, bevor wir ins Eisgebiet gehen. Das hier können wir auch danach machen. Es sind auch noch einige Inseln tatsächlich im Nordosten. Da war ich ja hier schon. Zack, zack. So, das ist jetzt aber hier schon, glaube ich, westliche Zone 3. Von daher eigentlich noch kein Gebiet für uns. Beziehungsweise dieser Teil der westlichen Zone 3 ist noch kein Gebiet für uns. Aber wisst ihr was? Mir doch egal. Mir scheißegal. Ah ja, hier waren wir auch. Also da unten, da unten. Nice, Sonderbonbon. Okay. Aber wir porten uns jetzt. Wir könnten auch theoretisch die Mesclores-Passage machen. Und dann das Gebiet hier. Oh, ich frage mich, ob wir auf diesem Felsen waren. Oh, ich bin so entspannt. Ich port mich da jetzt hin wegen dem einen Felsen. Ey, ich bin zu gründlich. Aber ich glaube da... Ich weiß es nicht. Da, der da. Waren wir hier schon, wo wir klettern konnten? Oder... Ich glaube nämlich nicht. Ey, wenn das was ist, dann bin ich ein Genie. Nee. Ja, okay, aber man konnte da doch schon hoch. Okay. Sorry, das musste ich kurz überprüfen. War ich schon auf diesem kleinen grünen Fleck? Sorry, das muss ich überprüfen. Eieiei. Bro, jetzt geht's aber hier... Junge. Aber dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass wir hier... beim Calderosee da drumherum alles haben. Ha, tatsächlich, Leute! So sieht's aus. Das hätten wir nämlich verpasst, wenn wir das nicht da nicht geguckt hätten. So, und jetzt porte ich mich. Ja, ich muss mich wohl hier importen, ne? Schneller geht nicht. Und dann erforschen wir von Süden her die westliche Zone 3. Also alles rund um Esclara. Ist auch ein sehr großes Gebiet, deswegen müssen wir ein bisschen bisschen strukturieren. Beziehungsweise ich heile auch mal. Ich habe mir auch wieder einen Wecker gestellt, der ein bisschen zu weit gestellt ist. Den muss ich ein bisschen zurückstellen. So passt's, glaube ich.
Wir machen noch 45 Minuten ungefähr. Plus, minus. Also, wir gucken jetzt erstmal das hier so an. Hier, am Rand quasi. Hier waren wir schon. Also alles südlich von dem Hauptweg hier. Und vor dem, also dieses Gebiet hier. Und ich setze mir mal hier mittendrin ein Ziel. Ich gehe nicht durch die Stadt, weil ich glaube, da müsste man dann wieder irgendwie, ja genau, hier irgendwelche Aufzüge nehmen und so. Das ist nervig. Bei der Stadt hier, die haben wir uns schon angeguckt, haben aber nicht viel gefunden. Von daher gehen wir einfach weiter. Da hinten war ja der Pfahl. Und da klettern wir jetzt einfach die Wand hoch. Hier war ja auch mal eine TM oder so. Hier, das ist, dieses kleine Gebiet haben wir schon uns angeguckt. Jo, okay, hoch geht's. So, hier waren wir noch gar nicht. Und da ist auch direkt ein Trainer. Also ich will mich ja nicht selbst lumpen, aber ich muss sagen, ich bin echt sehr froh, wie gut es vorangeht mit der Erkundung. Und auch, wie gut ich mir die Sachen merke, wo ich schon war und bla bla und wo ich, wo vielleicht noch was sein könnte und so. Da, ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich diese Eigenschaft, dass ich mir das ganz gut merken kann. Ohne Selbstlob. Ja, da gehen wir gleich hin. Erstmal da hoch. Oh, das sind. Nee, ich dachte wieder ein Pfahl. Ja, diese TMs, ne, die sehen halt wirklich immer. Oder oft denkt man halt, das ist irgendwie ein gelber Pfahl. Von weitem. So, hier ist quasi Rand. Da drüben waren wir schon, genau. Das war beim Unlichtversteck. Hier haben wir Gott sei Dank ja auch alles schon so gut ich konnte geholt. Und auch ein interessanter Gipfel da. Terra kristallisiertes Pokémon ist da, hinten. Welches Level? Das macht null Sinn. 19, was? WTF. Immer schön am Rand bleiben hier. Da hoch gehen wir noch nicht. Den Rand vom Schlund, wie schon gesagt, machen wir ganz am Ende der Erkundung. Auch wenn ich glaube, da wird nicht viel sein. Aber wir waren schon mal bei manchen Passagen an der Grenze zum Schlund. Und ich glaube, das eine oder andere war da trotzdem. Also, ich glaube nicht, dass da nichts ist. So. Und jetzt können wir ja auch sehr gut das alles hier überblicken. Da ist Mesclara. Wir bleiben noch vor Mesclara auf jeden Fall. Warte mal. Was macht das Mobtiff da? Was? Alter, what the fuck? Habt ihr das gesehen? Der schwebt in der Luft am Stein. Bro. Miese Brise. Oh, süß. Snobilikat. Am Schlafen. Haben wir schon mal beim Schlafen gesehen, ist aber sofort aufgewacht. Puh, okay. Ja. Ist auch wieder schwer zu erkunden hier. Bin mal gespannt, was da für ein Pokémon ist. Die Wurzeln sehen ziemlich nice aus von den Bäumen. Das ist gut. Der Rassaf. Und ein Wuffels. Ernsthaft? Wow. Können eigentlich Terra-kristallisiertes Pokémon auch shiny sein? Und wenn ja, haben die gleichen shiny Odds wie andere auch? Ich denke mal, das ist genau das gleiche dann.
Mickrick, nein. Heute nichts. Du hast Sendepause. Da ist noch ein Raid. Und sonst nicht viel. Okay, dann gucken wir jetzt noch hier. Und dann hier. Bin gespannt, ob wir heute die Westie-Zone 3 schaffen. Ich denke schon. Also so zumindest diesen Bereich, den ich hier gerade markiere. Und die Mesclores-Passage machen wir dann in der nächsten Folge. Plus Schmierhain ganz kurz. Und dann Montanata und dann das hier. Ja, ich denke 5-6 Folgen sind realistisch, die es noch werden. Dann waren es insgesamt ja, glaube ich, doch 12, 13, 14 Erkundungsparts. Also ordentlich. Wenn man das mal aufrechnet auf Stunden, dann sind das, 15 Stunden Erkundung. Mehr sogar wahrscheinlich. Das ist schon krass. Echt krass. 15 Stunden einfach nur Items sammeln. Und das alles nacheinander am Stück, ne? Ich tue mir da schon was an. Ich glaube, die meisten werden erstmal die Story beenden und so. Und auch danach nicht allzu gründlich, sage ich mal. Nicht so wie ich vielleicht, das erkunden. Aber ich habe diesen Drang. Ich will das Spiel auskosten. Ich will alles sehen, was ich sehen kann. Die volle Experience mitnehmen. Ich habe gerade so derbe Hunger. Ich hätte so Bock auf irgendwie so Knoblauchsachen. Boah, Bruder. Langosch. Ey, wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt mal. Langosch. L-A-N-G-O-S, denke ich mal, wird das geschrieben. Es soll ähnlich wie ein Crepe. Nur halt einfach nochmal anders. Ganz dünner, saufettiger Teig. Und, fast schon wie eine Pizza. Das ist eine Mischung aus Pizza und Crepe, aber halt herzhaft meistens. Mit Creme Fraiche, mit Sour Cream, mit Käse, mit was auch immer. Das ist so genial. Das gibt's oft bei Kirchweih und so. Da bin ich zwar nicht mehr. Also bei uns heißt es Kirchweih, sag ich mal, oder Volksfest. Ja, da gab's immer solche Stände. Die waren immer sehr, sehr lecker. Boah, die waren also wirklich, ich weiß auch nicht, irgendwie die sind besonders. Ja? Das klingt vielleicht langweilig, aber die sind echt krass. Die haben auch mal sehr coole Soßen da. Im Endeffekt, glaube ich, ist es wirklich nur so ein bisschen Tomatensoße, Käse und Soße, glaube ich. Aber das trotzdem, das ist so heftig geil. Müsst ihr mal euch informieren. Aber das ist halt so ein Essen so, wo gibt's das? So, das... Ich habe das noch nirgendwo anders gesehen als auf diesen kleinen Ständen halt. Das ist schade, echt. Das muss es doch irgendwo geben, ohne Scheiß. Ich finde das so lecker. Oder einfach nur Bruschetta. Oder einfach nur Balsamico-Öl. Hier so schön ein... Wie heißt's? Ein Knoblauchbrot. Boah, ich hätte so Bock, ey. Oder ein Focaccia, oder Focaccio, wie das heißt, ne? Dieses Rosmarinbrot oder so. Oh, oder ein Sakanaki, ein panierten, gebackenen Schafskäse. Boah, Bro, wir waren letztens beim Griechen, wegen einem Geburtstag. Wir gehen selten essen, aber das, dieser Käse, ey. Oh, Schafskäse paniert. Ist wirklich Himmel, absolut Himmel, da brauchst du nichts dazu. Wahnsinn. So, aber jetzt konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen mehr aufs Spiel. Wobei ich es eigentlich genieße, mal abzuschweifen, weil ich meine, hier passiert jetzt nichts Spannendes. Eigentlich sind diese Erkundungsparts ja genau dafür da, um mal klarzukommen und mal Themen anzusprechen, was auch immer. Spaß zu haben einfach. Bisschen mehr Personen, bisschen mehr Herz reinstecken. Nicht Herz, aber was Persönliches einfach. Okay. Magnetilo ist immer ein Abfuck, ey. Was? 37 EP? Ja gut, das war Level 19, ne?
Eieiei. Jetzt muss ich mir ganz kurz mal nochmal die Map anschauen. Hier war noch ein Trainer, das weiß ich, am Anfang. Okay, das hier noch ganz kurz. Wieder ein Raid Unlicht anscheinend. Ah, da sind wir gerade herkommen. Genau, da ist der Trainer. Und hier gibt es noch mehrere Etagen. Da gegenüber waren wir schon. An der Grenze zur Wüste. Und da ist nochmal ein terra-kristallisiertes Pokémon. Ist aber ein anderes, ne? Wir sind ja jetzt in einem anderen Gebiet. Ein Altaria, ja, das ist tatsächlich ganz gut, ja. Stark. Ah, da müssen wir auch noch kurz hin. Waren wir jetzt hier schon? Doch, ich glaube schon. Gegen Gift. So, wo schaue ich gerade hin? Da waren wir aber schon. Ziemlich sicher. War hier nicht gerade auch irgendwie auch noch ein Raid oder sowas? Keine Ahnung. Okay. Zurück. Nice. Okay, die ganze Version zu den 3 schaffen wir wahrscheinlich nicht. Aber ich sag mal so, den westlichen Teil, den möchte ich auf jeden Fall schaffen. Das sind wir auch auf dem besten Weg dazu. Jetzt hauen wir hier noch diesen Forscher, glaube ich, weg oder so. Ich denke, es ist ein Forscher, so wie der aussah. Ja, ich könnte jetzt natürlich noch auf alle braunen Berge. Aber die sind wahrscheinlich eher sehr spitz. Und so waren wir jetzt da oben schon. Ich glaube schon, oder? Doch, doch. Ja, ja. Unnötig. Okay, ganz kurz noch hier checken. Ja, ja, doch, ich weiß wieder. Wir sind wieder am Anfang quasi. Okay, dann kommt jetzt... Ah, nee, ist ein Backpacker. Dann kommt der packige Backpacker. Okay. Ich packe in meinen Rucksack ein Pokémon. Oh, geiles Spiel. Feier ich. Auch wieder mit Gedächtnis und so. Ich feier sowas. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Koffer. Oder nee, und packe ein, heißt es ja. Ja, cooles Spiel. Level 17. Wir sind einfach mehr als dreimal so gut. Oha, die EP-Leiste hat sich sogar tatsächlich ein bisschen bewegt. Man hat es ein bisschen gesehen. Und das Nebulak da hinten schwebt im Felsen. Strong. Und jetzt gehen wir hierhin. Und dann dahin. Ja, ist schon größer, als es scheint auf der Map. Ja. Schaut mal hier, dieses Gebiet um den See herum ist schon sehr groß. Waren wir jetzt hier unten? Schon, ne? Ja, ich denke schon. So. Wird ein bisschen gebadet. Boah, wie lang war ich nicht mehr schwimmen, ey. Oder generell im Wasser. Boah, fehlt mir auch. Das Ding ist, für Schwimmbad oder sowas bin ich eigentlich zu unsicher, sag ich mal. Zu ängstlich.
Das gleiche gilt auch für Badeseen. Außer es sind welche, die jetzt sehr abgelegen sind, nicht gut besucht. Da gibt es aber wenige. Aber so schwimmen ist halt echt geil. Ich liebe Wasser. Wobei ich aber auch so ein bisschen, da gibt es auch einen Begriff für, ich weiß ihn gerade nicht. Es gibt einen Begriff für die Angst vor tiefen Gewässern, beziehungsweise vor dem Meer. Und vor dem, was da drunter ist, beziehungsweise vor dem, weil man halt nicht sieht, was drunter ist. Und diese Angst habe ich sogar ziemlich heftig, dass ich teilweise im Urlaub beim Meer kaum ins Wasser gehe. Also, ich habe da richtig Respekt vor. Auch wenn wir vielleicht, wir waren jetzt nirgends, wo es vielleicht Haie gab, aber selbst an der Nordsee kann das mal passieren, dass irgendwas potenziell gefährliches, sag ich mal, bis an die Küste schwimmt oder in Portugal oder so. Und davor habe ich sehr Angst. Gerade wenn man halt nicht mehr stehen kann und runterguckt und einfach nichts sieht, einfach nur dunkel. Das ist für dich so ein unglaublich gruseliges und beklemmendes Gefühl. Richtig schlimm. Das ist wirklich ganz schlimm. Okay, mein Pokémon ist am niedlichsten. Krass, hier sind auch wieder einige Trainer. Und Mesclara war ja die Stadt mit der Normalarena. Das war ja alles sehr, sehr verwirrend. Ich habe aber bei Nintendo zum Beispiel auch gesehen, der hat auch mit dem mit der Quest am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt. Allerdings, wie ich es mir schon dachte, wir haben ja damals als Tipp bekommen für die Bestellung. Also haben wir alle bekommen, aber nur bei der Größe war ich mir nicht sicher. Ich habe dem Vogel nämlich nur kurz zugehört und der hat dann nur Redät gesagt. Das war so ein Krähen quasi. Und wenn man länger stehen geblieben wäre, dann hätte er am Ende noch gesagt, die Portionsgröße halt. Ja. Da habe ich halt nicht lange zugehört. Ich dachte halt, das ist die einzige Textbox. Da kommt nichts mehr, dachte ich. Also wäre das auch geklärt. Okay. Ey! Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Wegen dem Kramox. Bin so leicht zusammengezuckt an den Beinen. Ich habe noch einen Trainer gesehen, aber der ist, glaube ich, hinter dem Hauptweg. Da gehen wir noch nicht hin. Ja, genau. Oder nee, der ist am Hauptweg, aber den haben wir wahrscheinlich schon besiegt. Von da sind wir gekommen. Da hinten ist die Kolonnadenhöhle. Da oben waren wir, glaube ich, auch schon. Aber noch nicht ganz wahrscheinlich. Denke ich mal. So, dann gehen wir noch hier hin. Und von dort aus, das sind so schlangenlinienförmige Wege. Von dort aus gehen wir dann nach Mesclara und erkunden die Stadt. Genau, da ist schon so ein dieser Weg. So serpentinmäßig. Ja. Sowas gab es ja auch vor Adebom. Ich finde das sehr spannend, solche Wege. So, da hinten waren wir schon hier so in der Richtung, genau. Aber bei den Wegen noch nicht so weit. Hier waren wir schon hier oben. Snobilikat, ich drehe mich immer um, wenn ich nicht weiß, was für ein Pokémon ist. Also nicht immer, aber hätte ja sein können, dass es ein Shiny ist oder so. Da ist noch ein Trainer, ein Forscher. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, hier ist auch dieses komische Ding da, ne? Was ganz seltsam aussieht auf der Map. Ich sehe es jetzt hier leider nicht. Was ist das hier? Okay, ich drücke zwar, gibt keine Informationen. Ich kletter gleich mal hoch und guck, ob man da was sieht. Das ist ein Tor, sehr seltsam. So, hier machen wir ungefähr einen Cut. Was ist das hier? So eine Sitzecke hier gefühlt. Okay, ich kletter mal hoch. Mal gucken, ob man da was sieht. Das ist jetzt hier, glaube ich, schon mehr oder weniger Grenze zum Schlund.
Und zählt schon zum Montanata, krass. Was? Hier? Ja, okay, weil hier schon so Berge sind, ja, okay. Also die wirklich die südlichsten Ausläufer von Montanata. Was ist das denn? Wow, war das ein Knackrack? Knackrack kann fliegen? Oh, 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 okay. Wow, was ist das denn? Oh mein Gott. Was haben wir denn da entdeckt? Okay. Beginnt hier vielleicht... Vielleicht ist das hier... Vielleicht kommt man so zu dem Schlund. Ich denke, es hat mit dem Schlund zu tun. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir da runterspringen. Eigentlich dürfte nichts passieren, oder? Weil Peppa müssen wir erst besiegen und dann können wir erst in den Schlund. Ich denke mal, das hier hat aber auch definitiv was mit dem Schlund zu tun. Und sehr, sehr interessant. Ich denke, wir können noch nicht rein und nichts machen. Ei, ei, ei. Heftiger Scheiß. Jetzt sind wir von innen gefangen. Ja, also so sollte man... Also, das ist nicht der vorgegebene Weg, aber... Natürlich, wenn wir klettern, dann nutzen wir es aus. Oh. Schau lieber später nochmal hier vorbei. Alles klar. Ja. Das wird sicherlich mit Peppa zu tun haben und dem Schlund. Ja, aber dann wissen wir jetzt auch, was dieses Symbol auf der Map ist. Sah ja durchaus mysteriös aus. Und das ist es auch weiterhin. Das sieht aus wie ein Planetarium mit dieser Kuppel da oben. Crazy. So. Hier wäre ein guter Spot, um auf die Dächer zu kommen. Das, ich glaube, wir sollten sogar das machen. Wir sollten hier mal runterspringen und dann nochmal diesen Weg hier hochgehen. Einen Tunnel geben. Das hat er gerade davon erzählt, ich hab's geskippt. Wendelin? Was? Wendelin? Was ist das für ein Name? Oh, Magneton. Ha. Wir machen noch etwas mehr als 20 Minuten. Das setzt meine Forschung um einiges zurück. Wie er klatscht. Das sind immer die lustigsten Trainer, die klatschen. Okay. Also ich springe jetzt mal runter auf irgendein Dach. Hier auf die höheren. Es sind viele flache Dächer. Ich denke schon, dass hier irgendwas ist. Und selbst auf denen, denke ich mal, könnte was sein. Ja. Ich glaube, auf den Pokécentern können keine Items sein. Ich glaube, da können maximal... Gierspenst sein. Zumindest noch war noch nie ein Item auf dem Pokécenter. Nicht runterfallen, ganz wichtig. Okay, hier ist auch noch eins. Nice, Sonderbombe. Ey, ey, ey! Bro. So, kommen wir jetzt von... Ja, das schaffen wir. Ein bisschen Parkour. Da ist auch was, okay, merken. Vielleicht auf dem Arena-Gebäude. Hier ist noch eine TM. Und auf diese Arena-Gebäude kommt man auch. Sehr interessant. So, da ist wahrscheinlich nichts. Das ist jetzt wieder so eine... Wie so eine Fabrikhalle. Aber auf dem Restaurant ist noch ein Item. Hier war die Arena-Prüfung. Beziehungsweise... Nein, nicht... Ja. Ja, mehr oder weniger. Und der Arena-Kampf. Gegen den Businessman. Ich glaube, hier hinter der Stadt waren wir auch noch nicht wirklich, ne? Oder? Ne, ich glaube nicht. Ich guck mal ganz kurz hier ganz bisschen bis zu dem Baum da. Genau, da waren wir vorhin. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir ganz kurz nochmal diesen Weg hoch. Genau deswegen. Nur wegen Limonade. Bergstieg, nur wegen Limonade. Und wegen einem Paraheiler. Und jetzt gehen wir quasi hier nördlich. Also das hier zwischen diesen zwei Wegen. Da waren wir, glaube ich, teilweise schon, aber noch nicht gründlich.
Glaube ich. Kann mich nicht erinnern, dass wir hier in der Nähe irgendwas gründlich erkundet haben. So oft denkt man bei irgendwelchen Felsen, die man sieht, ah, da war ich noch nicht, oder? Das kommt mir unbekannt vor, aber mein Gott, wenn man auf den Felsen ist, dann sieht man sie ja nicht, wie sie von außen aussehen. Da muss man sich dann schon auf die Map verlassen. Da unten sind wir das erste Mal zum Calderossee gegangen und wurden schockiert von dem Level dort. Und ja, hier oben waren wir schon, aber... Hier wird es safe noch was geben. Da ist auch ein Turm ganz hinten. Zählt das hier zu? Nee, oder? Nee, das ist der auf der anderen Seite. Auf dem waren wir natürlich auch schon. Und hier geht's runter. Genau, da ist ja hier dieser Weg um die Schlucht. Das kann sogar sein, dass wir den schon gegangen sind. Und hier sind wir über die Brücke. Okay. Jetzt bin ich mir doch nicht mehr sicher, ob es hier noch was gibt. Wahrscheinlich weiter oben. Oh, da hoch, genau. Das sieht man auch schön auf die Kolonnadenhöhle. Ey. Ah ja, doch, ich glaube, wir waren hier schon. Sogar sehr gründlich. Da oben waren Ruinen, genau, ja. Da war, glaube ich, Hypno, haben wir das erste Mal hier gesehen. Dann haben wir den auch schon besiegt. Ja, okay. Naja, hätte ja sein können, dass hier noch was ist. Okay. Aber ist gut. Ein wildes Tanz haben wir, glaube ich, auch noch nie wild gesehen. Ursaring haben wir schon mal hier gesehen. Dann gehen wir jetzt... Würde ich sagen, hier dieses Gebiet hier. Nördlich quasi von Mesclara. Ja, genau. Und dann in der nächsten Folge hier das hier, ne? Und dann durch die Mesclaurus-Passage. Das bietet sich an. Und das ist, glaube ich, schaffbar hier, dieses Gebiet hier noch, oder? Ja, doch, ich denke schon. Insofern da jetzt nicht 1000 Trainer sind. Sehr gut. Dann haben wir auch wieder sehr guten Progress gemacht. Aber die ganze Westie zu den 3, das wäre echt zu krass gewesen. Sehr spannend hier. Diese Bäume sind sehr hoch. Da denkt man manchmal, vielleicht ist das eine Laterne oder sowas. Nee, es sind einfach nur komische Bäume. Und hier sind komische Seesokids. Da unten laufen wir nachher lang. Sehr düster, dieser kleine Mini-Wald hier. Boah, die Lags. Bro, die FPS. Was geht ab? Petsneef hier. Ist doch viel zu warm für den hier, oder? Ich glaube, Tentagra hat Mikrik abgelöst. In den sind wir jetzt auch schon öfter rein. Gerade auch im letzten Part. Im Knusperwald. Das ist ja so die Heimat von ihm. Zumindest kommt er da sehr, sehr häufig vor. So, hier im Zickzack einmal durch. Boah, jetzt auf einmal kommen die Items. Noch eine Minze, die wir noch nicht hatten. Interessant für Competitive. Aber ich glaube, ich werde hier jetzt nicht wirklich Competitive spielen. Vielleicht mal probieren, aber habe ich auch noch nie so gefühlt und gemacht. Interessiert mich halt nicht so einfach. Ich bin mehr der Sammler und der Shiny Hunter. Coming soon. Okay. Ja, das ist ein recht leeres Feld. Hier ist nicht viel. Wir bleiben immer vor dem Weg noch. Also nördlich des Weges.
Sind wir diesen Weg überhaupt schon gegangen? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Dann werden da bestimmt noch Trainer sein auf dem Main Path. Ah, da war wieder so ein Spinsidas am Baum. Oh, der ist aber auch wild platziert. Ey, diese Mogelbaum, die laufen halt wirklich, die schneiden mir mit dem Weg ab. So absichtlich. Okay, da ist noch ein Typ, den besiegen wir noch. Ein Servierer, ja, passt. Passt zu der Stadt. Dreht sich alles um Essen. Ähnlich wie bei mir. Vor allem nachts und abends. Da kickt der Appetit rein, Junge. Das sage ich euch. Schlimm. Ich komme tagsüber super klar, aber nachts, keine Ahnung. Da geht's dann ab. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt gucke ich doch ganz kurz hier auf den Weg. Da geht's. Ah ja, da geht's dann schon hier. Da gehen wir nächste Folge hin. Mich juckt's am Kopf. Ich gucke ganz kurz hier mal genau. Auf der Seite. Weil hier werden auch Items sein. Und auch ein Trainer. Nehmen wir auch noch gleich mit. Aha. Donnerzahn. Haben wir, glaube ich, sogar im Team. Oder? Nee. Nee, ich glaube Stromstoß und Ladungsstoß, oder? Ich weiß nicht mehr. Okay, da ist Brücke. Das ist also dann dieses Gebiet. Da waren wir ja schon. Ja, ja, genau. Ah, ja. Ah, ja, da schließt dieser Kreis. Genau, da waren wir sogar vorhin schon. Alles klar. Dann geht es jetzt hier lang. Das heißt jetzt wirklich nur noch das Ding hier und hier diesen Weg da unten. Und dann haben wir es heute geschafft. Beziehungsweise, wenn da noch Zeit ist, dann gucken wir mal. Wo ist der Kampfplatz? Okay, ein schwarzhinterlegter Trainer. Ein Lieferer an den Kampfplatz. Meint ihr das Restaurant? Weil da haben wir ja gekämpft. Einen anderen Kampfplatz gab es doch noch nicht. Und warum sollte er an ein Restaurant liefern? Okay, drei Pokémon Level 35. Donnerblitz, nicht Donnerzahn. Donnerzahn hatten wir aber, glaube ich, auch mal drin. Oh. Okay. Ja, gut. Level. Ja. Und unser erstes Pokémon ist Level 34. Chefrom. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Gestein. Warum haben wir da jetzt nicht gesehen, ob es sehr effektiv war? Ich glaube, bevor es in den Kampf geschickt wird, kann man es noch nicht sehen, welche Attacken effektiv sind. Erst wenn es da ist und man dann wechselt, oder... Ja. Okay. Ja, Flug ist effektiv. Ich denke, es ist Gestein, Pflanze eventuell. Okay, ich habe wieder den Bug... Ah. Ich konnte kurz nicht rauszoomen. Kamalm, ja, passt, würde ich sagen. Ist auch Gestein. Gesteinwasser. Das hatte ich damals im Team. Pokémon Schwert. Oder doch nicht Gestein? Ach, keine Ahnung, ey. Da fragt ihr den Falschen, was Typen angeht, ey. Hat nicht gekillt. Das war doch sehr effektiv. Junge, wir sind fast 30 Level drüber. Vor allem Gegenschlag ist so eine krasse Attacke eigentlich. Naja, egal. Da lacht er. Ich weiß weder, wo ich hin muss, noch wie ich einen Kampf gewinne. Aber ich weiß, wie ich das Cash mache. So, er kommt wieder ganz runter. Und Friedwurf ganz rauf.
Ich würde aber fast wetten, dass es hier nochmal einen Trainer gibt. Genau, da waren wir gerade. Hier ist nochmal ein Crystallized Pokémon. Und zwar ein Kapilz. Nice. Da ist tatsächlich noch ein Trainer. Drachenprofi? Nee. Ein Angestellter anscheinend. Ach komm, ey, wie plötzlich sind die denn aufgetaucht? Das war einer der krassesten Pop-Ups im Spiel bisher. Boah, die FPS von dem Trainer da hinten sind auch grausam, wenn man weit weg ist. Und ich laufe einfach straight ins nächste rein, ey. Ich bin auch dumm. Da ist wieder diese Mastifioso, was so ultra psycho ist einfach. So krank. Okay. Nein. Beim besten Willen, nein. Ich hab dich nicht berührt. Bro, never. Never war das ein Encounter. Was zur Hölle? Ich glaube, so lächerlich war das noch nie, oder? So weit weg waren wir noch nie von dem Pokémon, das wir encountert haben. War wahrscheinlich wieder wegen dem Baum. Mann, warum tauchen die denn immer so plötzlich auf? Scheiß Drecksköter. Ich glaube, die Katze maunzt gerade. Ich glaube, ich habe was gehört. Kann sein, dass gerade Gequiekse zu hören ist. Wenn ich spreche natürlich, ne, dann weiß sie, dass ich hier bin. Ne? Dann will sie gestreichelt werden. Ja. Kann passieren. Okay. Alles klar. Dann haben wir das ja auch gecheckt. Dann geht's jetzt nur noch hier runter. Und einmal hier rum. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Mann, ich war doch schon in der Luft. Boah, jetzt nervt's mich aber richtig. Also hier... Junge, wie oft wir hier Pokémon countern. Lol, das Kapilz, wie das sich bewegt. Boah, ultra nice. Mach nochmal. Das sah richtig cool aus. Das springt so ein bisschen wie ein Känguru. Ja, jetzt will es sich nicht mehr bewegen anscheinend. Das sah richtig nice aus. Auch ein bisschen funny. Also, hier geht's runter. Kann sein. Nee, wir waren noch nicht. Okay. Rollenknödel. Das ist auch so eine Attacke, die klingt so ekelhaft und scheiße irgendwie. Ich glaube, das ist hier auch. Wow, was geht hier ab? Okay. Ich glaube, wir sind noch nicht mal bei einer Stunde. Noch nicht ganz. Deswegen vielleicht ein Trainer irgendwo wäre noch ganz nice. Aber hier in der Nähe gibt es, glaube ich, jetzt nichts mehr. Okay, dann gehen wir jetzt so rum wieder hoch. Und heilen uns. Ich tapp ganz kurz raus, hier für mich. Ja, und lauf dabei in Pokémon. Ganz knapp unter einer Stunde. Oh, lol, ein Ditto. Das gibt's hier öfter. Haben wir schon mal ein Ditto gesehen. Das ist, glaube ich, dann das dritte Ditto, was wir bisher im Let's Play gesehen haben. Und ich markiere mir schon mal ein Ziel für nächste Folge. Ich würde sagen, wir gehen von hier aus in diese Richtung. Wir machen das hier erst. Ja, oder diesen Weg hier. Nee, ich glaube hier. Ja, also wir machen dieses Ding dann. Beziehungsweise Miss Chloris Passage. Das schafft man, glaube ich, relativ schnell. Und dann das hier.
Aber Montanata, also das ist halt wirklich mehr als nur riesig, das Eisding. Also 5 Folgen, sag ich mal, ich wäre froh, wenn es 5 Folgen nur wären, die wir noch brauchen. Mal sehen. Weil beim Eisgebiet gibt es halt auch so viele Abstufungen und die sind halt einfach nicht zu erkennen, nicht immer, auf der Map. Da kann man das schwer erkennen. Aber wir können hier uns noch die Belohnung abholen. Die sollten wir jetzt freigeschaltet haben. Dann ist das hier wahrscheinlich der kürzeste Erkundungspart bisher. Aber ist ein guter Abschluss. Ich fange jetzt nicht nochmal irgendwas an. Solange wir über eine Stunde sind, alles in Ordnung. 12 Trainer. Minzamulett. Ein Item zum Tragen. Ah ja, ja. Genau. Verdoppelt das Preisgeld, wenn der Träger am Kampf teilnimmt. Mhm. Am Kampf teilnehmen, heißt das im Team sein oder auch selber im Kampf stehen? Ich denke, das Zweite. Sehr interessant für Geldfarmen. Aber Geldprobleme haben wir beim besten Willen nicht und werden wir auch wahrscheinlich nicht haben in der nächsten Zeit. Ganz im Gegenteil, wir haben eher Probleme, das Geld loszuwerden. Wir müssten echt mal nach Missalona City gehen und mal eine Shoppingtour machen. Vielleicht machen wir das nach der großen Erkundung dann. Ah, das ist quasi jetzt schon eine Scrolls Passage, okay. Das machen wir dann. Ja. Nach der Erkundung vielleicht. Ich frage mich auch gerade, Miss Chloris. Warum heißt das eigentlich Miss Chloris Passage? Ah, ich glaube, das ist so eine Wortmischung aus Miss Clara und Pinchores. Ja, Miss Chloris. weil es die Verbindung ist, genau, weil es ist die Verbindung. Und ich denke mal, hier hört ja der Weg auf. Ich denke, hier ist so ein Tunnel, ne? Bis hierhin. Das heißt, wir werden den Tunnel und das oben abchecken. Und da ist auch noch ein sehr interessanter, platzierter Pokécenter. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Okay. Ja. Jetzt haben wir eine Stunde erreicht. Und ich mache die Abmoderation. Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald und ciao.